Pferdewetten 7.7.2019 Sohn Szene Coast / Australia Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Sonntag der 7.7.2019 und ich habe die Absicht, gleich im australischen Sunshine Coast das dortige dritte Garcop-Rennen über 1000 Jetta und einem Preisgeld von 21,0 australischen Dollars zu wetten, welches um 4.51 Uhr, dann ist es dort bereits Nachmittag, gestartet wird. Hier die Daten der teilnehmenden Pferde. Pferd Nummer 1 startet nicht, ein dreijähriger Hengst mit 57 Kilo. Pferd Nummer 2 Vorekast 42, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo. Pferd Nummer 3 startet nicht, ein dreijähriger Hengst 50 Kilo. Pferd Nummer 4 Vorekast 241, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo. Pferd Nummer 5 Vorekast 137, ein dreijähriger Hengst mit 57 Kilo und bisher einem Start. Pferd Nummer 6 startet nicht, ein dreijähriger Hengst mit 57 Kilo. Pferd Nummer 7 startet ebenfalls nicht, ein dreijähriger Hengst mit 57 Kilo. Pferd Nummer 8 startet nicht, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo. Pferd Nummer 9 startet nicht, ein dreijähriger Wallach mit 56 Kilo. Pferd Nummer 10 Vorekast 54, eine dreijährige Stute mit 55 Kilo und bisher einem Start. Pferd Nummer 11 startet nicht, eine dreijährige Stute mit 55 Kilo. Pferd Nummer 12 Vorekast 229, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo. Pferd Nummer 13 Vorekast 38, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo. Pferd Nummer 14 Vorekast 56, eine dreijährige Stute mit 55 Kilo. Pferd Nummer 15 Vorekast 141, eine dreijährige Stute mit 55 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 16 Vorekast 213 Kurzform 7 bis 6, eine dreijährige Stute mit 55 Kilo und das Pferd hat bisher zwei Starts. Ich werde jetzt mit den Quantenmechanik auszurechnen versuchen, welche Pferde die besten Siegchancen haben und diese wetten. Ich wette zwei Pferde, Pferd Nummer 14 und Pferd Nummer 15. Jetzt startet das Rennen und Pferd Nummer 15 gewinnt und es gibt eine Siegquote von 141, also das 14,1-fache.